Ja, wir haben uns damit beschäftigt, wie ich ein Unternehmen gegen externe, außerplanmäßige Ereignisse, gegen großmaßstäbliche Dinge wie Naturkatastrophen, wie Angriffe auf mein Unternehmensnetzwerk, auf die IT schützen kann. Grundsätzlich muss sich natürlich jedes Unternehmen, größere Unternehmen darauf vorbereiten, wie kann ich durch ein externes Ereignis, sagen wir mal, es gibt eine Überflutung, die die Unternehmensräume bedroht, sagen wir, es gibt einen Sturm, der meine Leitungen irgendwo zerstören kann, wie kann ich mit diesen Ereignissen umgehen? Natürlich gibt es einen gewissen Fokus bei uns, der liegt im Bereich der Fähr- und Entsorgung, bei den Stadtwerken zum Beispiel. Die Lösung hat also drei Komponenten. Die erste ist eine Planungskomponente. Ich muss ja überhaupt wissen, welche Ereignisse sind es überhaupt, die eintreten können? Was sind die Risiken, die damit verbunden sind? Wie muss ich darauf reagieren, auf diese Ereignisse? Wie muss ich diese Ereignisse dokumentieren? Mit wem muss ich kommunizieren? Das ist die Vorbereitungsphase. Dann haben wir ja diese nicht geplanten Ereignisse wie eine Naturkatastrophe. Trotzdem wollen wir uns vorbereiten. Das heißt, wir müssen üben, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen simulieren. Und das unterstützt die Software ebenfalls, zu sagen, okay, was wäre, wenn? Wenn denn das so ein Ereignis ist, wie würde ich agieren? Wer würde was tun? Wie würde ich es dokumentieren? Und der dritte Bereich ist dann halt, wenn das Ereignis eintritt, alle Tools zur Verfügung zu stellen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.